So, heute wird es spannend. Ich habe mich ja entschieden, es wird ein Kastenwagen, es wird ein Innovan, aber es sind noch so viele Fragen zu klären. Wie lang soll er sein? Wie soll er ausgestattet sein? Wie muss er isoliert sein? Was brauche ich alles an Bord? Und deshalb gibt es, glaube ich, keinen perfekteren Platz als die Produktionshalle von LMC. Und hier treffe ich mich einfach nochmal mit dem Markenverantwortlichen, mit dem Bodo Diller, denn dem kann ich all diese Fragen stellen und dann stellen wir mein Traummobil zusammen. Hallo Bodo, ich grüße dich. Ja. Du, ich habe noch ein paar Fragen ja mit dir zu klären. Wir haben uns aufs Modell geeinigt, aber noch gar nicht auf die Ausstattung. Ja, es gibt noch eine Menge Fragen zu klären, ne? Ja, und ich dachte hier ganz hautnah dabei ist vielleicht der beste Platz dafür. Ich glaube, das Wichtigste erstmal, du kannst ein bisschen hier entlang gehen an der Produktion. Ja. Das erste Mal, hier entstehen sie alle. Genau, wie lang soll eigentlich dein Fahrzeug sein? Ne? Wir haben ja drei Längen, 5,40 Meter bis 6,40 Meter. Das ist halt die Frage, wie nutzt du das Fahrzeug, ne? Also ganz ehrlich, ich bin für die goldene Mitte. Einfach, ich sag dir auch warum. 5,40 Meter ist mir ein bisschen zu kurz. 6,40 Meter eigentlich super, weil man mehr Platz zum Schlafen hat. Auch Einzelbetten, genau. Ja, aber ich bin ein Fährenkind. Ich bin ganz oft hoch nach Skandinavien unterwegs und 6 Meter ist auf der Fähre immer die magische Grenze. Du hast sie schon erkundigt. Ab da wird es teurer. Ja, genau. Deshalb, ich glaube, der 6 Meter Innovan. 6 Meter ist auch das bestgehende Modell, auch bei uns. Ist so? Ja, best nachgefragt. Ja, genau. Glaube ich. PS, was brauchst du eigentlich? Wie schnell willst du fahren? Ich glaube, es gibt 120 PS und 140, ne? 160 gibt es auch noch, ist auch, aber auch, eher auch noch. Schon die Ausnahme. Okay. Ich glaube, 140 ist wirklich... Dann nehmen wir auch wieder hier die goldene Mitte, oder? Gute Lösung, genau. Goldene Mitte. Ja. Aber Farbe ist, glaube ich, auch noch eine ganz große Sache. Warte mal, weiß, schwarz oder grau, grau, ne, gibt genau. es? Genau, ja. Fiat hat die Farben ein bisschen eingeschränkt, wir sind nicht mehr ganz so bunt unterwegs. Aber ich finde schwarz, glaube ich, toll. Ja, sieht schon schwarz, einfach edel aus. Ja, ist so ein Panther. Hm. Schwarz entschieden. Im Kopf. Ja, ja, schwarz finde ich gut. Schwarz. Okay, wie viel fahrt ihr denn überhaupt? Wie viele Personen seid ihr? Ich glaube, oft alleine oder zu zweit. Ja. Aber ich möchte zumindest die Möglichkeit haben, auch Freunde mitzunehmen. Und ich weiß, ihr habt so ein ganz neues Aufstelldach. Das ist mit 360-Grad-Blick. Ich habe mir das im Internet mal angeschaut. Das ist die Spitze. Kannst du aufstellen, kannst wirklich genau drumherum gucken und sehen. Auch stehst am See, guckst halt genau mal drumherum oder in die Alpen herein, wenn du da oben liegst. Ein traumhaftes Ambiente. So, wollen wir uns mal kurz hinsetzen? Ja, lass uns mal reinsetzen in den. So, der ist ja noch arg im Rohbau. Ja, genau. Dann sind wir halt mitten in der Produktion. Siehst halt den Fortschritt. Ja, was schon reinkommt. Die Sitzbank ist drin. Kleiderschrank kommt rein, das Bad. Eine ganz wichtige Sache ist, ich weiß nicht, ob ich dir das im Vorgespräch erzählt habe, ich bin ja so ein Naturmädchen. Mhm. Ich möchte nicht immer gezwungen sein, auf den Campingplatz zu fahren, um an Strom zu kommen. Ja. Ich weiß, man kann sich einen Wechselrichter einbauen lassen, um autark zu stehen. Was brauche ich, um auch mal im Wald zu stehen oder am Meer? Ich empfehle dir auf jeden Fall eine Zweitbatterie, eine Aufbaubatterie, ja. Ja, dass du die mal mitladen kannst. Damit hast du schon mal einige Stunden oder auch Tage, kannst du autark stehen. Mhm. Also zwei Aufbaubatterien und der Wechselrichter würde praktisch den 12-Volt-Strom in die 230 Volt umwandeln, damit ich dann auch, ich glaube, für das große Thema Kaffeemaschine und Föhn. Ne? Kaffee und Föhn, genau. Und beides zusammen ist das K.O.-Kriterium eigentlich, ne, für die Batterie. Aber wenn du dann einen Wechselrichter hast, dann klappt das schon. So, was brauchen wir denn noch? Ich bin ja auch, ich weiß jetzt nicht, ob ich der tiefste Schneecamper werde, aber so ein bisschen kühlere Temperaturen in Skandinavien müsste mein Van schon aushalten. Wie ist das mit Isolierung von dem Wassertank und so? Ist das Standard? Ja, ist isoliert bei uns, bei deinem Fahrzeug dann auch. Wird auch isoliert sein und kannst extra anschalten, dass auch Abwasser nicht abfriert. Wintercamping ist möglich damit. Und wichtig natürlich vor Abfahrt immer gucken, sind die Gasflaschen voll. Ne? Wir haben immer zwei Gasflaschen. Kannst du auch über eine Duo-Control steuern. Das heißt, wenn eine Gasflasche leer geht, geht es immer nachts leer. Dann willst du das natürlich nicht nachts tauschen. Nee. Und die Duo-Control schaltet automatisch um von der einen. Ah, die weiß sozusagen, die wenn die eine leer ist und die geht. Ah, wie genau. Praktisch ist das denn? Ja. Was muss ich noch entscheiden? Ansonsten haben wir natürlich unsere New Edition oder First Edition, hat schon eine Markise mit am Fahrzeug. Oh ja, Markise finde ich schon wichtig. Markise muss auch ja, sein. Ja, irgendwie muss genau, das schon für die sein. Möglichkeit. Lichterketten kommen dran. Ja. Ist jetzt für euch Männer weniger interessant, aber es gehört zur Markise. Aber Ambientelicht haben wir natürlich auch in dem Fahrzeug schon. Ne? Ambientelicht? Ja. Okay. Können wir auch schon mit. Heißt indirekte Beleuchtung. Mhm, genau. Ihr habt ja überall im Van diese Lichtleisten oder diese Stromleisten. Genau. Und es sind, glaube ich, eine gewisse Anzahl von Spots schon dabei. Also ich brauche, glaube ich, auf jeden Fall schon mal zwei extra USB-Stecker, damit sich einfach keiner um die Ladegeräte kloppt. Ja. Und in der Küche gibt es diese Hakenleisten, diese wunderbaren. Da würde ich gerne auch so ein paar extra Haken noch bestellen oder so. Weil ich meine, es gibt immer was zum Hinhängen. Ne? Ja. Vom Topflappen über den Kochlöffel, über die Schere. Man will ja irgendwie dann doch alles griffbereit haben. Aber das kann ich auch später noch nachrüsten, wenn das was fehlt. Du, oder kann kannst, ich doch kannst immer, du alles noch später nachrüsten. Kann ich genau. alles nachrüsten. Ja. Gibt es vorne im
Cockpit noch irgendwas, wo ich mich entscheiden muss? Ja, wichtig, glaube ich, ist eine vernünftige Navigation. Am besten auch immer eine Camper-Navigation. Was ist der Unterschied zu einer normalen? Die kann ich natürlich auch zu Campingplätzen leiten. Und auch zu Stellplätzen die hat die sozusagen vorinstalliert. Genau, normale Navigationsgeräte können das natürlich nicht. Aha. Eine Rückfahrkamera würde ich auch immer empfehlen. Bitte, natürlich je nach Stellplatz oder Campingplatz auch mal ein bisschen rangieren. Auf dem Campingplatz ist es vielleicht dann nicht das Riesenproblem, aber wenn man zu Hause einen Parkplatz sucht, gerade, ist es, glaube ich, ganz gut, eine Rückfahrkamera zu haben. Das hört sich richtig gut an. Also richtig gut. Ach toll. Okay. Ich glaube, ich würde ihn genau so in Auftrag geben jetzt bei dir. Und du hast jetzt die Verantwortung ab sofort. Die übernehme ich gerne. Schwere Verantwortung, aber ich übernehme sie gerne. So. Ja, wir haben ein gutes Team dafür. Okay, super. Ja. Das heißt, ich komme in ein paar Wochen wieder. Ja. Und dann... dann ist er fertig. Wow. Genau. Ja. Cool. Ja, freuen wir uns, dass du dich entschieden hast im LMC. Ich freue mich auch. Leute, wie aufregend ist das bitte?